Sollen wir noch die Minute warten? Ja, herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Linken. Die Landtagswahlen des heutigen Tages wird der Parteivorsitzende Martin Schirdewan kommentieren. Ja, guten Tag. Zunächst möchte ich mich bei all unseren Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen bedanken. Ich möchte mich auch bei all unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern bedanken. Ihr habt in den letzten Wochen in Bayern und in Hessen wie die Löwen gekämpft und euch auf den Straßen und an den Haustüren unermüdlich gegen den Rechtsruck und gegen die Kürzungspolitik der Ampel gestemmt. Und das hat uns allen in den letzten Tagen und Wochen Mut gemacht. Wir, die Linke, wurden im Wahlkampf als eine Partei wahrgenommen. Und ich war selbst in Hessen und auch in Bayern, die mit Herz und Verstand für soziale Gerechtigkeit kämpft und Menschenrechte verteidigt. Und ich will euch sagen, liebe Wahlkämpfende, an euch lag es nicht ganz im Gegenteil. Die Umfragen haben es in den letzten Tagen ja bereits angedeutet und es wird auch durch die ersten Prognosen bestätigt. Der Rechtsruck ist nun auch im Westen der Republik mit voller Wucht angekommen. Die Wahlen in Bayern und in Hessen markieren damit auch das Scheitern der Ampel und ihrer Politik. Und viele Menschen wissen derzeit nicht, wie sie ihre Einkäufe noch bezahlen sollen. Aber diese Regierung subventioniert weiterhin Reiche und Rüstungskonzerne und mehr noch. Die Ampel hat mitten in der Krise einen unsozialen Kürzungshaushalt vorgelegt mit der massiven Einschränkung des Asylrechts und der Inhaftierung von Geflüchteten an den Grenzen Europas hat die Bundesregierung kräftig dabei mitgemacht, Geflüchtete zum zentralen Problem dieses Wahlkampfes zu erklären und zwar um von ihrem Kürzungshaushalt abzulenken. Das ist eine demokratische Bankrotterklärung. Aber ich will hier auch ehrlich sagen, das Ergebnis ist für meine Partei ein herber Rückschlag. Vor allem der Verlust unserer Fraktion im Hessischen Landtag, der sich abzeichnet, wiegt sehr schwer. Denn diese Fraktion hat in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit gemacht beim Kampf für öffentliche Kliniken, für die Abschaffung der Studiengebühren, für bezahlbares Wohnen. Und ohne uns hätte es die Aufklärung von rechtem Terror wie dem NSU 2.0 und auch den rechten Netzwerken bei der Polizei nicht gegeben. Im Hessischen Landtag wird jetzt voraussichtlich in der kommenden Legislatur die laute Stimme für soziale Gerechtigkeit, den klimagerechten Umbau und konsequenten Antifaschismus fehlen. Wie gesagt, das ist ein herber Rückschlag. Wir sind offensichtlich nicht ausreichend durchgedrungen und dafür gibt es Gründe, die wir in den kommenden Tagen sehr gründlich besprechen werden und sehr gründlich analysieren werden, gemeinsam mit dem Parteivorstand und den Landesvorsitzenden, um dann auch die nächsten Schritte festzulegen. Aber auf einige Gründe möchte ich an dieser Stelle trotzdem kurz schon eingehen. Ich will ganz klar sagen, die Linke, unsere Linke, kann derzeit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerade nicht gerecht werden und gerade nicht ausreichend nachkommen. Der Erneuerungsprozess der Partei hat zwar bereits begonnen, zu lange jedoch wurden programmatische Diskussionen und auch die organisatorische Weiterentwicklung unserer Partei in der Vergangenheit aufgeschoben. Und deshalb steht für mich fest, wir müssen unseren Weg der Erneuerung hin zu einer modernen Gerechtigkeitspartei jetzt weitergehen, und zwar mit aller Entschlossenheit. Aber so etwas braucht auch Zeit. Und wir werden aber nicht zögern, denn dafür ist die gesellschaftliche Situation viel zu ernst. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass es in der Partei eine Gruppe von Leuten gibt, deren Ziel offensichtlich darin besteht, ständig Integrität und Glaubwürdigkeit der Linken zu beschädigen. Das ist unanständig und es zerstört die Partei von innen. Und in dieses Bild passen ja auch die jüngsten Pressemeldungen über eine Vereinsgründung, deren Ziel laut Vereinssatzung auch die Gründung einer anderen Partei ist. Dazu will ich ganz klar Position beziehen, die Mitgliedschaft in der Partei Die Linke und gleichzeitige Mitgliedschaft in einem Verein, der dem Aufbau eines gegnerischen Parteiprojektes dient, schließen sich politisch meiner Ansicht nach aus. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Linke wieder stark zu machen. Das wird kein Spaziergang, aber ich bin zuversichtlich, denn die gute Nachricht an diesem für uns so schwierigen Wahlabend ist, es gibt viele Menschen in dieser Partei und in ihrem Umfeld, die leidenschaftlich an unserem Comeback arbeiten, die sich den Hintern für diese Linke aufreißen, um die Linke zum Sammelbecken zu machen für die progressiven Kräfte in dieser Republik und einen Gegenpol zur unsozialen Ampelpolitik und zum Rechtsruck aufzubauen, um das Leben der Menschen in diesem Land zu verbessern.
dem Kriegskurs der Ampel in den Arm zu fallen, für sozialen Klimaschutz zu kämpfen und die Menschenrechte gegen den rechten Angriff zu verteidigen. Und deswegen kämpfe ich für diese Partei, weil diese Menschen mir Mut geben, weil unsere Ziele mich überzeugen und ich bin mir sicher, meine Partei wird das schaffen, denn die Geschichte der Solidarität, die Idee der Gerechtigkeit, der Kampf für Gleichheit, sie sind nicht am Ende. Unser Comeback beginnt heute. Vielen Dank. Herr Stephan, Sie haben von einer Reihe von Gründen gesprochen, mit denen Sie sich das Ergebnis von heute erklären, aber dann vor allem ja ein Grund etwas weiter ausgeführt. Die anderen Gründe, die vielleicht eigenes Verschulden beinhalten können oder die eigene Performance, gibt es da auch welche? Ja, ich denke, darauf bin ich doch eingegangen, auch dass wir natürlich uns in einem Erneuerungsprozess befinden, der aber noch nicht weit genug vorangeschritten ist, dass wir programmatische Diskussionen zu führen haben, programmatische Lücken zu schließen haben, dass wir uns organisationstheoretisch und praktisch weiterentwickeln müssen als Partei. Da ist in den letzten Jahren auch nicht so viel passiert. Wir werden natürlich intensive strategische Debatten führen müssen und die zielen vor allem darauf ab, wie der linke gesellschaftlich progressive Pol in dieser Gesellschaft gestärkt werden kann. Darüber müssen wir nachdenken angesichts des Rechtsrucks. Das sind die Debatten, vor denen wir jetzt stehen und wie gesagt, wir gehen diese Aufgabe mit aller Entschlossenheit an. Was zu dem Abgang von Herrn Lutze sagen, dem Abgeordneten aus dem Saarland, der die Fraktion verlassen will? Ja, gern, soweit mir das möglich ist. Ich bin da ja ein bisschen irritiert, ob der widersprüchlichen Pressemeldungen, die da heute aufgetaucht sind. Aber ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass Herr Lutze offensichtlich den Austritt aus der Partei plant. Ich sehe darin vor allem für den Saarländischen Landesverband auch eine Chance, tatsächlich in einen notwendigen Erneuerungsprozess einzutreten, um auch dort wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Woche. Also bis morgen.